Also jetzt macht bitte keine Scherze, finde ich auch irgendwie gar nicht lustig, sondern befolgt einfach unsere Einladung. Oh shit, es geht ja schon los, Digga. Ich hab meine Couch. Alter. Warum jetzt nicht? Ich weiß nicht, soll ich richtig asozial jetzt die ganze Zeit mit Webs irgendwie einschätzen? Mann, sein Bett ist doch nicht mehr normal, Mann. You can't take it back, no. So, ja, willkommen zum YouTuber Battle. Das ist ein bisschen viel falsch gelaufen, hat jetzt 3 Stunden gedauert, jetzt kann man noch nicht mehr beim Phasen OC Battle mitmachen. Mein Mate verbuggt ist da und Bully macht nicht mit. Oh, zum Glück sind Chests. Weil meine Base ist eigentlich nur so aufgebaut, dass es Chests gibt und ja, anders kann ich nicht so gut einbauen. Ich spiele übrigens mit dem Primus Mod hier, das heißt, wenn ich jetzt mal auf Clan War Settings gehe, ist hier Partikel Mod mal 5, das heißt, man bekommt die 5-fachen Partikel. Ich habe eigentlich irgendwie überhaupt keinen Bock gerade, irgendwie zu den Inseln zu gehen, weil wie die da reingeschwitzt haben, was ich da alles schon gesehen habe, das ist nicht mehr normal, wie die da ihr Bett hinzu haben mit irgendwelchen Fallen oder so. Aber ich habe auch eine ziemlich asoziale Methode. Und zwar seht ihr hier in diesem Gang, werde ich das einfach mit Chests zu spammen. Das heißt, man muss halt unendlich Chests quasi abbauen, um irgendwas zu machen. Ich werde auch gleich erstmal zu Verbuggt drüber gehen, wenn ich das Bett so ein bisschen eingebaut habe. Ich will halt ein bisschen safe spielen. Und ja, sobald ich das Bett jetzt ein bisschen eingebaut habe, werde ich da jetzt auch direkt zu Verbuggt drüber gehen. Ich werde jetzt noch schnell eine Kiste machen mit ein paar Picken drin und werde dann jetzt auch zu Verbuggt direkt drüber gehen. Eine Chest machen. Ich werde mir da ein paar Picken reinpacken. Ich weiß überhaupt richtig viel nicht, wie die Baseball eingebaut ist. Ja, das heißt, es kann da eben ganz lustig werden bei Verbuggt und so. Bin auch relativ uneingespielt, aber ich glaube, das sind alle, weil wir mussten jetzt gerade noch 2,5 Stunden warten, bis dieses Projekt dann losging und ja. Ich spiele übrigens mit dem Grayson V4 Pack. Wo hat der Typ denn sein Bett? Das ist das Problem, das weiß ich gerade irgendwie gar nicht. Ich fail und kassiere noch gegen ihn. Scheiße, war das schlecht. So. Jetzt so Verbuggt, wenn es wirklich nur sein Bett da ist, dann tut er mir leid, dann hat er nämlich sein Bett ziemlich scheiße eingebaut. Scheiße. Fail hat ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber ich zitter gerade irgendwie voll. Okay, hab Verbuggt. Okay. Was hat er denn alles? Stimmt, man kann ja alles aus der Chest looten. Junge. Man kann alles aus den Chests looten, aus den eigenen Chests looten. Das heißt, es werden auch irgendwelche Leute Anti-Spawn-Clubs haben mit Dia-Schwerten oder so. Junge, was hat der denn alles dabei? Das ist ja nicht normal. So, weg mit dem. Ah, shit. Puh, da hinten betteln sich wohl anscheinend Minimi-Checker und bei Quatrix. Wer ist denn schon raus? Matthias und Betsu sind beide schon raus. Okay. Gut. Okay, interessant. Okay, Verbuggt hat da ziemlich viel Fall-Damage bekommen. Ich weiß nicht, was er überhaupt überall Anti-Spawn-Trap hat. Verbuggt ist auf jeden Fall, sein Bett ist weg. Er hat sein Bett auch nicht so gut eingebaut. Was ich übrigens noch von Leuten gehört habe, zum Beispiel Matthias, mit dem habe ich das, oh mein Gott, ich bin ein Pickiger, besprochen, der hat so eine Insel, da springt man halt rein, muss in so ein Loch irgendwie reinspringen und dann kann man da aber nicht mehr raus. Also das heißt, du kannst da sein Bett abbauen, aber du kannst da nicht mehr raus. Deswegen, ja, wird das bei Matthias ein bisschen nervig sein, weil wenn man zum Beispiel sein Bett oder ähnliches abbaut und Verbuggt es dann aus dem Projekt raus, oh, man droppt auch nichts mehr, wenn man irgendwie komplett raus ist, das ist... Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist. Ich hoffe mal, dass zu mir jetzt keiner irgendwie geht von da hinten. Ich weiß halt auch nicht, das Problem ist, ich weiß halt einfach nicht, wo die jetzt alle sind. Und es gibt halt richtig oft, dass da einfach komplett freie Inseln sind. Ich weiß ja auch übrigens gar nicht, ob man da irgendwie zur Mitte gehen kann und ob es da irgendwas gibt, wollte oder so.
weil wir sind alle ziemlich informiert und weil jetzt nur 10 Leute oder so an diesem Projekt dran teilnehmen und es insgesamt 20 Inseln gibt, sind hier ziemlich viele freie Inseln und ja, das ist halt ein bisschen schade. Hier ist echt überhaupt gar nichts. Gibt es einen Homepowder? Das hat einfach überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt weiter längs gehe. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan, wo die alle sind. Mein Bett wird gleich eh weg sein. Ach, Matthias hat noch ein Bett, hat kein Bett mehr, aber er lebt noch. Okay, ich dachte, Matthias wäre schon raus. Boah, ich habe gerade so einen Schock bekommen. Ich dachte, die Blöcke da wären ein Weg zu mir. Ich würde es halt irgendwie gut finden, wenn man irgendwie so eine Minimap oder so dargelegt bekommt. Vielleicht, keine Ahnung, wo alles sind. Dann wüsste man, in welche Richtung man gehen muss. Weil jetzt habe ich gerade zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wo überhaupt der nächste Gegner ist. Ich bin jetzt 4 Inseln oder so in die Richtung gegangen. Und die nächste Insel, da wäre auch keiner gewesen. Ja, deswegen ist halt das Problem, dass ich überhaupt nicht weiß, wo die ganzen Gegner hier sind. Ich kaufe mir aber trotzdem noch ein paar Kisten. Schwerter, und gibt es noch irgendwelche besseren Blöcke aus Rattes? Ne, da gibt es nur Endstone. Okay, so. Tut mir echt wirklich leid an die Leute, weil dieses mein Bett ist echt ziemlich asozial zugebaut, aber was ich da schon für Inseln gesehen habe, wo die da irgendwelche Fallen gemacht haben, von dem an finde ich das eigentlich nur fair. Dieser Dirtblock nervt irgendwie. Egal. Da ist auf jeden Fall ein Weg. Ich habe halt überall keinen Plan, wo die kommen. Es könnte halt einer da schon sein, bei der nächsten Insel. Und die Map ist halt einfach so groß, dass man keinen Plan hat, wo irgendwie jemand ist. Da vorne, da ist Limiax. Okay. Der hier hat keinen Bronze-Spawner, oder was? Wo ist ein Bronze-Spawner? Da vorne. Das Bett von Dario ist weg, okay. Oh Gott, wird er sich abfucken. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid an dich, dass ich damit Rage spiele. Oh Mann. Dafür würde ich jetzt eh schon gehatet. Ey komm, wenn ich richtig asozial wäre, würde ich jetzt nochmal mit Rage spielen, aber ich lasse es jetzt einfach mal lieber. Weil es war echt eben schon asozial, dass ich jetzt mit Webs. Deswegen höre ich einfach lieber auf, mit Webs zu spielen. Außer mich halt so zu safen. Oh Junge. Tut mir so leid. Weiß nicht, soll ich richtig asozial jetzt die ganze Zeit mit Webs irgendwie einschätzen? Wäre das zu asozial, wenn ich immer nur mit Raps reinspitze. So, bei ihm habe ich zum Beispiel, ich habe keinen Plan, wo sein Bett ist. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo sein Bett hier ist. Wo hat der Junge sein Bett? Wo hat der Junge sein Bett? Ey komm, jetzt ganz im Ernst, dafür, dass ich jetzt nicht weiß, wo irgendwie sein Bett ist, spiele ich richtig asozial und richtig schwitzer-like. Ey komm, dafür, dass er jetzt so sein Bett versteckt hat, spiele ich auch mit Webs, Mann. Weil ich habe gerade echt überhaupt keinen Bock, da irgendwie die ganze Welt abzusuchen. Denn ich habe keinen Plan, wo sein Bett sein sollte. Wer lebt denn noch alles? Minimi-Checker, Dario. Dario hat aber kein Bett mehr. Der kleine Friend hier. Ich spiele mal richtig asozial mit Webs. Komm, ich spiele richtig also. Das hat er so, sorry, er wird mich so hassen dafür. Oh, ich spiele richtig asozial und spitzer-like mit Webs, aber keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wo sein Bett ist. Das ist an der Stelle jetzt gerade so ein bisschen mein Problem. Grüß mich. Ich werde den Hate des Todes bekommen von Limiax. Oh Mann. So, warte, jetzt muss ich ein bisschen erforschen, wo sein Bett ist. Wo ist sein Bett? Wo könnte sein Bett sein? Hä? Wo ist sein Bett? Das ist die Frage jetzt gerade. Wo hat der Junge sein Bett?
Okay, jetzt habe ich was entdeckt. Ey, das ist doch nicht... Ach, der hat einen Glasblock da vorne. Ey, Junge. Oh mein Gott, scheiße, Mann. Wie soll ich da denn jemals hinkommen? Weiß jetzt zwar, wo sein Bett ist. Aber immer noch nicht, wie man da hinkommen soll. Mann, was ist denn das? Ich habe mein Bett zwar auch richtig schwitzig so eingebaut mit Kisten, aber... Man muss auf diesen Glasblock da rausspringen. Anscheinend. Ey, das ist doch asozial, Mann. Ich weiß nicht, Spam einfach an Glas, kann man ja keine Knöpfe setzen. Ich mache einfach ein Web an das Glas und baue das dann halt, während ich da an dem Web hänge irgendwie. Versuche das abzubauen. Was macht der denn? Na, ich habe echt keinen Plan, wie ich das machen soll. Das Bett von Mini-Me-Checker wurde von Rush Enter abgebaut. Und da ist noch jemand bei Lumix. Das wäre jetzt ein bisschen unfair, wenn ich den sandwichen würde. Minis Bett ist weg. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt sandwiche, da vorne kommt auch Rush Enter. Ich lasse die beide einfach mal lieber und gehe einfach auf Rush Enter drauf. Aber Mini-Me... Oh nein. Mann, sein Bett ist doch nicht mehr normal, Mann. Was ist denn das? Ey, ich habe echt überhaupt keine Lust auf dieses Bett dort. Es ist doch nicht mehr... Oh, er kannte. Ja! Und runter. Puh. Dieses Bett, Mann. Alter, dieses Bett ist einfach so unerreichbar gewesen. Ja, Lumix lebt noch und Rush Enter lebt noch. Ich weiß überhaupt nicht, wo Rush Enter Space ist. Lumix hat einen ziemlich schlechten Ping. Rush Enter Space sollte da vorne sein. Man muss sagen, ich habe richtig asozial gegenüber Lumix gespielt. Also mit den ganzen Waves und so, deswegen nochmal. Und ich habe schon wieder kein Stick geholt. Ich bin so dumm. Also wirklich noch einmal sorry an dich, Lumix, dass ich wirklich so assi gespielt habe die ganze Zeit mit Waves und so eine Scheiße. Ja. Ich sehe halt schon Rush Enter, der irgendwie an mir vorbeigelaufen ist und jetzt an meinem Bett ist oder von der anderen Seite. Und Rush Enter baut eh gerade schon die ganzen Kisten dort ab. Aber Lumix... Da hinten ist einer runtergefallen. Okay, ja. Okay. Lumix ist gerade da vorne bei Rush Enter. Das war jetzt eigentlich, dieses YouTuber-Battle war jetzt nicht so spannend, weil die Inseln sind einfach so weit auseinander. Ja. Das war jetzt einfach nicht allzu viel los, leider. Ich weiß gar nicht, kann man Join Me machen, dass sie alle nachjoinen? Das wäre slash Join Me, das wäre schon lustig. So, das hier ist die Base von... Von wem ist das hier die Base? Von Mini-Checker, genau. Hat da jemand den Trick gemacht, dieses Sandstone abgebaut? Weil da habe ich vorher noch mit Petke und Matthias drüber gesprochen. Weil er hatte bei der... Oh mein Gott. Weil er hat bei der Base hat er halt einfach irgend so ein Sandstone dort gelassen. Und ich weiß halt nicht mal, was seine Base ist, Mann. Hä, wem gehört denn die Base jetzt? Ist das hier seine Base? Nee, das... Nicht stimmt, da habe ich ja mit Petke drüber gesprochen. Das ist Petkes Base. Oh, zum Glück hat Betz mir noch gesagt, dass bevor das Video noch anschauen sollte, irgendwie so eine Base hatte. Okay, das hier ist also Betzkes Space. Dann schätze ich mal, dass das hier seine ist. Oder ich hoffe es. Lumix ist auch hier. Ja, okay, es ist kein Weg zu irgendeiner anderen Base. Das ist nicht seine Base. Ich glaube, der ist bei mir. Weil ich glaube, er kommt von der anderen Seite. Ich spring runter. Ich glaube, der kommt... Von wo kommt der dann? Glaube ich, seine Base... Der kommt von der Mitte. Der hat sich in die Mitte gebaut und zur Mitte von da. Der ist gar nicht... Der ist hier in der Nähe. Der ist, muss da vorne ungefähr sein. Weil der hat sich in die Mitte gebaut. Und sorry, dass ich wirklich so ekelhaft spiele, aber... Ja. Dafür hatte ich halt überhaupt nichts. Also die Leute haben 6 Folgen. Ich habe 4. Ja, die meisten Leute haben einfach schon 6 Folgen. Die haben da Anti-Spawn-Traps. Man darf alles aus den Kisten benutzen. Das Problem ist, in meinen Kisten habe ich einfach nur Blumen. Also in meinen Kisten habe ich einfach nur den größten Crab drin. Ich weiß halt nicht mal, was seine Base ist. Seine Base müsste theoretisch da vorne so ungefähr sein. Ja, es ist halt einfach die Base, die sich in die Mitte gebaut hat. Aber ich glaube, die ganzen Leute, die versucht haben, irgendwie mit der Base zu arbeiten, dass man da so einen Jump'n'Run hat oder so, die haben gar nicht daran gedacht, dass man einfach den Weg zum Bett einfach so einbaut, einbauen kann, dass er einfach übelst okay ist. Hier ist auch noch ein Bett, das könnte, warte mal. Vielleicht erschreckt er sich dann in seiner Aufnahme, das wäre doch ganz lustig. Falsche Höhe. Haha. Also ich muss jetzt, wenn ich die Betten abbaue, dann weiß ich halt auch, wo die alle sind. Ich baue jetzt mal lieber noch die ganzen Betten ab, ja? Weil er wird auch da vorne sein, weil dann weiß ich fürs nächste YouTube-Battle schon mal, wo die alle sind. Nicht, dass ich jetzt schon wieder so ist, dass ich überhaupt nicht mal eine Ahnung habe, wo überhaupt sein Base ist oder so. Das ist echt schon ziemlich nervig. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wenn ich das Bett abbaue, ob das seine Base ist, weil
diese, nee, die Base hat noch keine Verbindung zur Mitte, das heißt, das hier kann gar nicht seine Base sein. Also das hat schon eine Verbindung, aber das hat nur eine Verbindung zu seiner Base und nicht seine Base zur Mitte. Okay, er ist gestorben, perfekt, dann sehe ich ja. Okay, das hier ist auf jeden Fall nicht seine Base, konnte auch gar nicht sein, weil hier ist er erst hingegangen, aber konnte hier noch gar nicht andersrum. Also ja, hier ist er erst raufgegangen, aber von der Base konnte man noch gar nicht zur Mitte. Ja, die da vorne, das ist, die da vorne hat den Weg zur Mitte. Die da vorne, das ist seine Base. Warte, chillt. Wenn er mich hier einfach überhaupt nicht sieht. Er hat hier hingeguckt. Er ist in der Mitte. Okay, gut. Damit gehört mir, glaube ich, sein Bett. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Ah, aber das ist YouTuber Battle. Keine Ahnung. Ich finde, dieser Abstand zwischen den ganzen Inseln und so müsste noch anders sein. Komm, warte, ich werfe auch Fuliku weg. Ich habe jetzt keinen Bock da so. Ich habe jetzt keinen Bock jetzt mal mit Fuliku gegen ihn zu fighten. Und damit ist die Runde zu Ende. Dieses Ende. Ende war einfach so sick, was da am Ende passiert ist. Ich bin ja einfach so runtergespielt. Ja, das war's mit dem YouTuber-Battle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein.